Im letzten Beispiel zur Reibung geht es um einen Pickup mit der Masse M, der eine Kiste zieht. Die Frage ist, welche Last er maximal ziehen kann, wenn einerseits er einen Hinterradantrieb besitzt und die Vorderräder frei rollen, beziehungsweise andererseits er einen Allradantrieb besitzt. Haftkoeffizient zwischen Rädern und Boden und zwischen Kiste und Boden sind natürlich jeweils gegeben, sowie auch die benötigten Massen und Abstände. Wir erstellen auch in diesem Fall wieder ein Freikörperbild. Ich schneide also den Boden weg, schneide die Kiste weg. Damit muss es hier eine Kraft geben von der Kiste auf den Pickup, die wir mit T bezeichnen wollen. Es gibt natürlich eine Gewichtskraft M mal G im Schwerpunkt des Pickups und es gibt entsprechend Normalkräfte und zugehörige Reibkräfte an den Rädern, nämlich Normalkraft NA am Rad hinten, Normalkraft NB an den Vorderrädern und dann entsprechend die zugehörigen Reibkräfte, die wir hier mit FA und FB bezeichnen wollen. Es handelt sich natürlich in dem Fall um Haften, denn die Frage ist ja, welche maximale Last kann der Pickup ziehen, ohne dass die Räder sozusagen durchrutschen, also mit welcher Haftkraft kann er sich vom Boden abstoßen. Das Koordinatensystem ist entsprechend wieder x nach rechts, y senkrecht nach oben, damit positive Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn. Wir schauen uns zuerst den Fall A an. Fall A ist, er hat einen Hinterradantrieb. Was bedeutet Hinterradantrieb? Hinterradantrieb bedeutet natürlich, dass nur die Räder in A entsprechend eine Haftkraft auf den Boden aufbringen und somit FB an den Vorderrädern grundsätzlich 0 zu sein hat. Damit können wir das Gleichgewicht aufstellen, Momentengleichgewicht, Summe über I, die Momente aufgestellt um den Punkt B der Vorderräder muss 0 sein. Von hinten ergibt das T mal H 1 als Normalabstand minus Normalkraft der Hinterräder mal entsprechendem Normalabstand L1 plus L2 und die Gewichtskraft M mal G positiv um B mit dem Normalabstand L2. Das muss 0 sein. Und die Summe der Kräfte in X-Richtung stellen wir auf. Diese Summe lautet wieder von hinten gesehen positiv im Koordinatensystem minus T von der Kiste plus Haftkraft FA ist gleich 0, wobei wir in die Gleichung 2, und das machen wir gleich hier, auch einsetzen können, dass ja unsere Haftkraft FA dem Haftkoeffizienten μH multipliziert mit der Normalkraft an dieser Stelle NA entsprechen muss. Sprich, unsere Gleichung 2 wird dann zu minus T plus μH mal Normalkraft NA ist gleich 0. Wir können dann entsprechend aus der Gleichung 1, aus dem Momentengleichgewicht, einmal die Normalkraft NA herausformen, kriegen also 1 durch L1 plus L2 mal T mal H1 plus M mal G mal L2. Und aus der Gleichung 2 dann entsprechend unter Einsetzen von NA minus T plus μH mal T1 mal H1 durch L1 plus L2, einfach der erste Term aus NA hier oben eingesetzt, plus μH durch L1 plus L2, zweiter Term von NA, M mal G mal L2 ist gleich 0, entsprechend umgeformt,
Tee herausgehoben. Aus den ersten beiden Beiträgen liefert das ganze T mal Klammer mu h durch L1 plus L2 mal H1 minus 1. Und die anderen beiden auf die andere Seite gebracht, liefert minus mu h m mal g mal L2 durch L1 plus L2. Umgeformt auf T ergibt sich somit minus mu h m mal g mal L2 mal L1 plus L2 durch L1 plus L2, hier entsprechend von der linken runden Klammer auf gleichen Nenner gebracht und dann entsprechend durchdividiert, dann ist der Kehrwert hier mu h h1 minus L1 minus L2. Und es lässt sich L1 plus L2 hier entsprechend kürzen. Und für T folgt minus mu h m mal g mal L2 durch mu h mal h1 minus L1 minus L2. Zahlenwertmäßig mit den gegebenen Werten sind das 2230 Newton, gerundet auf ganze Newton. Das ist sozusagen die maximale Last, die der Pickup ziehen kann, im Falle, dass er nur einen Hinterradantrieb besitzt. Was man dann noch natürlich ausrechnen kann, ist entsprechend aus der Gleichung 1 Stern, hier oben, die wir bereits umgeformt haben, die Normalkraft in A, die sich ergibt als T durch μ h, wenn man entsprechend das T einsetzt, alles andere herauskürzt. Und hier ergeben sich 4459 Newton. Die Frage war ja eigentlich, welche Last der Pickup ziehen kann. Was wir bisher ausgerechnet haben, ist die Kraft, die im Seil wirken darf, sodass der Pickup diese Seilkraft noch ziehen kann. Wir müssen also das Ganze zuerst noch auf die Kiste umlegen, um auch die Last berechnen zu können. Dazu werden wir ein neues Freikörperbild erstellen, nämlich nur für die Kiste. Hier entsprechend die Kiste freigemacht. Haben wir natürlich die Gewichtskraft der Kiste, aus der sich die Last ergibt, die Reaktion des durchgeschnittenen Seils, Seilkraft auf die Kiste, das ist das vorher berechnete T, und wir haben natürlich eine Haftkraft Fc und eine Normalkraft Nc entsprechend auf die Kiste und können dann das Gleichgewicht für die Kiste genauso hinschreiben wie gerade das Gleichgewicht für den Pickup selbst in Y-Richtung. Gewichtskraft der Kiste, wenn man im Koordinatensystem positiv bleibt, mit einem negativen Vorzeichen, plus Normalkraft ist gleich 0, ergibt sofort, die Normalkraft ist gleich Gewichtskraft Kiste, das ist nicht weiter überraschend. Und das Gleichgewicht in x-Richtung ergibt sich somit zu T minus Fc, was wir wiederum sofort analog zu oben einsetzen können. Das ist nämlich die Haftkraft μh Strich in diesem Fall, Koeffizient zwischen Kiste und Boden mal Normalkraft ist, also T minus μh Strich mal Normalkraft Nc ist gleich 0. Das wäre die Gleichung 4. Und aus dieser Gleichung 4 ergibt sich dann, wenn wir hier das Nc einsetzen, T minus μh Strich mal Gewichtskraft der Kiste ist gleich 0. Somit ist die Gewichtskraft der Kiste, diese Seilkraft T, die der Pickup maximal ziehen kann, dividiert durch den Hafttreibkoeffizienten μh Strich, wodurch sich ein Gewicht der Kiste von 5574 Newton gerundet auf ganze Newton ergibt. Das hier ist das gesuchte Endergebnis für den Punkt A.
Punkt B geht komplett analog, mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt die Kraft FB der Vorderräder, die wir hier ja von Anfang an 0 gesetzt haben, eben genau nicht mehr 0 wird. Man muss dann entsprechendes Gleichgewicht eben noch einmal hinschreiben und benötigt dann zwei Momentengleichgewichte beispielsweise. Es ist ja durchaus auch erlaubt, ein Momentengleichgewicht um den Punkt A, ein Momentengleichgewicht um den Punkt B, Vorder- und Hinterräder, und kann dann entsprechend alles wieder analog ausrechnen. Ich führe hier nur an, wie die Ergebnisse aussehen. Das heißt, für Allrad hätten wir analog zu dem gerade gerechneten A, nur mit FB ist jetzt ungleich 0. Und dann brauchen wir, ich führe es hier noch einmal an, ein Momentengleichgewicht um A und B zum Beispiel und erhalten dann für die Gewichtskraft der Kiste 15,3 Kilonewton, was wie zu sehen ist deutlich mehr ist als die Last, die der Pickup nur mit Hinterradantrieb ziehen kann.